Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Schnuller-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Nukinio Silikon Schnuller. Im vergangenen Jahr hat die Firma Nuk diesen Silikonschuler für Babys auf den Markt gebracht, der den Spuren der Natur folgt. Von 0 bis 6 Monaten kann das Genius-Modell eingesetzt werden. Die kieferorthopädische Form von Nuk ist so konzipiert, dass sie während des Stillens wie eine Mutterbrust aussieht. Noch zahnfreundlicher ist der Genius-Schnuller durch sein neues, verbessertes Design, das Kiefer und Zähne weniger belastet. Das Oberteil des Schnurs ist besonders weich, während der Sauger extrem flach ist. Hinzu kommt der sehr dünne und besonders kleine Saugehals. Dadurch passt sich der Nuk Genius Schnuller perfekt dem Gaumen an und bietet der Zunge genügend Platz. Umzug auf Nummer 4 haben wir der Philips Aventis CF343-20 Ultra Schnuller. Der Philips Avent Ultra Schnuller ist außergewöhnlich leicht und lässt die Haut des Babys atmen. Das Zitzenschild verfügt über große Öffnungen, die eine optimale Luftzirkulation ermöglichen und die Haut trocken halten. Die Passform schützt auch die zarte Haut des Babys. Die abgerundeten Ecken sorgen für einen bequemeren Sitz. Auch wenn der Sauger verkehrt herum in den Mund eingeführt wird, ermöglicht das symmetrische Design eine normale Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Die Schnurrspitze hatte eine leichte Struktur, die angeblich helfen soll, ihr Kind zu beruhigen. Babys im Alter von 0 bis 6 Monaten können den Philips Avent Ultra Schnuller verwenden. Die Masse des Schnurrs betragen 10,4 bis 4,3 bis 4 cm. Es wird ohne Bauch hergestellt. Darüber hinaus hat dieses Modell keinen Geschmack oder Geruch. Auf Platz 3 haben wir der Philips Aventis CF169-37 Schnuller Classic Sear. Der Philips Avent Classic Schnuller ist ein zuverlässiger Komfortspender, der alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Es verfügt über ein symmetrisches, flaches, tropfenförmiges Design, das die normale Entwicklung des Gaumens, der Zähne und des Zahnfleisches berücksichtigt. Dies gilt auch, wenn sich der Avent Classic Sauger verkehrt herum im Mund des Babys befindet. Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation aufrechtzuerhalten, enthält der Vakuumschild zwei Öffnungen. Hinzu kommt ein hoher Komfort. Außerdem wird die zarte Haut des Babys geschont. Der Philips Avent Classic Schnuller ist ideal für Babys im Alter von 6 bis 18 Monaten und misst 10,4 bis 4,4 bis 5,1 cm. Es ist völlig frei von Bauch. Darüber hinaus ist der Schnuller geschmacks- und geruchsneutral, was das Annehmen für Babys erleichtert. Umzug auf Nummer 2 haben wir der Philips Aventis CF194-02 Soti Bärchenform. Der Schnuller mit den Massen 4,2 bis 4,5 bis 4,5 cm und aus besonders strapazierfähigem medizinischem Silikon ist für Babys im Alter von 0 bis 3 Monaten konzipiert. Sie erhalten einen einteiligen Schnuller mit Bärenmotiv. Aufgrund seines einzigartigen Designs können Sie den Sauger mit zwei Fingern halten. Wenn Sie den Stillprozess nachahmen, können Sie Ihrem Baby helfen und gleichzeitig Ihre Bindung stärken. Der Avent Soti wirkt beruhigend und fördert den natürlichen Saugreflex. Die Keimbildung verursacht kein Vakuum und hilft Ihnen, sich auf das Stillen vorzubereiten. Es wird verwendet, um Babys in amerikanischen Krankenhäusern zu entspannen. Ein runder Zitzenschutz schützt die Nase am Schnuller. Die Atmung wird auf diese Weise nicht beeinträchtigt. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir den MAM Original Silikon Schnuller im 2er-Set. Der MAM Original Silikon Schnuller ist für Kinder im Alter von 0 bis 6 Monaten geeignet. Der Schnuller, der aus strapazierfähigem und besonders weichem Silikon besteht, hat eine äußerst angenehme Haptik. Da die Oberfläche etwas aufgeraut ist, wird es von 94% der Babys gut vertragen. Es hat nicht nur ein nützliches Design, sondern fördert auch die Zahnentwicklung. Der richtige Weg nach oben ist immer der symmetrische Schild und ihre Zitzenform. So können Babys den Schnuller selbstständig aufnehmen. Der 14,8 bis 8,2 bis 4,6 cm große MAM-Schnuller enthält vier riesige Luftlöcher, die eine optimale Luftzirkulation ermöglichen. Die Taste liegt gut in der Hand und behindert die Sicht nicht. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.